Hey Leute, ich bin's Conny und heute schauen wir uns alle Infos zum neuen Pet Simulator 99 an. Und dafür gucken wir natürlich erstmal in den Trailer rein. Es geht los. Vom Stil her sieht's ein bisschen aus wie ein verwaschenes Pet Simulator X mit designierten Farming Areas. Neues Design, neues User Interface. Sehr viele Eggs. Lol, habt ihr das gesehen? Nochmal zurück. Guckt euch an, wie viele Eggs es hier gibt, schon am Anfang. Okay, es gibt auf jeden Fall wieder einen Briefkasten, haben wir gerade gesehen. Neue coole Effekte und so, ja klar. Also bisher sieht's aus wie ein halt ein updated Pet Simulator X. Man öffnet Eggs, es gibt Items, Rank Rewards, okay, Hoverboard kann man offenbar so kriegen. Das ist auch schon mal gut, wenn man das Hoverboard so kriegen kann. Ich bin gespannt. Also bisher sagt es mir noch nicht so viel aus. Wir müssen gleich nochmal gucken, was es im User Interface gibt. Ey, das ist doch mal was. Dass es ein bisschen mehr Gameplay gibt, als nur mit Pets Sachen abbauen. Das finde ich gut. Schwimmen, oh mein Gott, ein neues Feature. Man kann in Pet Simulator schwimmen. Wow. Endlich nicht mehr unter Wasser auf dem Boden lauf. Unfassbar. Okay. Gut, es gibt Fische. Oh mein Gott, die Fische schwimmen einem hinterher. So, was haben wir hier? Die Kanone fällt einfach aus dem Nichts. Man fliegt in die nächste Area seamlessly, was auch ganz cool ist. Okay. Ich sehe jetzt irgendwie schon kommen, wenn das Spiel released wird, super viele Lags geben. Und dann gibt es Updates und dann wird alles anders. Golden Pads? Wartet mal, was war das? Also es gibt 8-fach Hatch, das kostet bestimmt wieder Geld. Lobfisch 74 existieren. Das kann man wieder sehen. Ah, man braucht wie viele Pads? 20 Pads, um ein Pad Gold zu machen. Oder war das wieder eine Chance? Oder geht das dann schneller? Ich weiß es nicht. Ist jetzt geiles Update. Man kann fischen. Okay, und man fischt Jars. Was man damit machen kann, weiß man nicht. Mining Simulator! Okay, die hauen wohl alles in ein Spiel rein. Es gibt eine Obby. Und die sieht aus wie jede Obby ever, okay? Mhm. Ich glaube, das Spiel hat einiges zu bieten. Aber ich weiß immer noch nicht genau, wie das dann am Ende aussehen soll. Ob diese Minispiele halt wirklich nur kleine Minispiele sind, wie, keine Ahnung, diese Sachen, die man in der Kawaii-Area da rechts hatte. Oder ob das halt wirklich Gameplay-Mechaniken sind, die auch ein bisschen mehr bieten, weiß ich jetzt noch nicht. Es gibt auf jeden Fall ziemlich viele Sachen. Und schaut euch diese Chancen an, wie viele Walrösser da gehatcht wurden. Also, es wird wahrscheinlich immer noch sehr pay-to-win, wenn man seine Chancen, was Gutes zu hatchen, increasen möchte. Pet Simulator halt. Rebirth. Ja, das war die Sache, vor der ich Angst hatte. Okay, Rebirth, das müssen wir uns einmal angucken hier. Rebirth 1. Okay, nach dem Rebirth kann man sich teleportieren. Pets sind stärker. Bunch of Rewards, Castle Key. Aber da steht Rebirth 1. Wird es mehrere Rebirths geben? Keine Ahnung, Rebirths hasse ich. Ich hasse Rebirths. Wenn die Rebirths in dem Spiel nicht gut geregelt sind, dann raste ich aus. 99. Wofür steht... Die 99 ist einfach nur ein Name. Ich dachte, die lassen sich wenigstens irgendwas einfallen. Und 1. Dezember, tatsächlich. Da hatte wohl jemand recht. Am 1. Dezember, das ist ein Freitag, wird das Spiel released. Irgendwer in dem Chat hat geschrieben, dass es am 1. Dezember und zwar um 16 Uhr kommt. Das weiß ich jetzt nicht. Aber, ja. Was haben wir erfahren? Wir haben erfahren, dass das neue Pet Simulator Spiel immer noch ein Pet Simulator bleibt. Es sind immer noch Pets, die man hatchen kann. Es sind immer noch unfassbar viele Eggs, die man öffnen muss, bis man irgendwas sehen kann. Kennt man ja. Aber wie wollen sie sonst ein Pet-System selten machen? Es gibt leider kein Pokémon-artiges System. So gern ich es gehabt hätte, war es klar, dass es sowas nicht geben wird. Außerdem, Rebirths, Items, keine Ahnung, wofür man die braucht. Golden Pets, ich bin gespannt, wie das Gold-Pet-System am Ende wirklich aussehen wird. Ich konnte mir daraus jetzt noch nicht wirklich was vorstellen. Oder darunter noch nicht wirklich was vorstellen. Obbys, kleine Challenges am Rand, wofür man dann Belohnungen bekommt. Ob die Belohnungen sich lohnen? Wahrscheinlich nicht. Wenn ich jetzt so ganz realistisch bin, alle Minigames, die in Pet Simulator X hinzugefügt wurden, waren vielleicht zu einem Event am Anfang ganz cool und wenn sie dann geblieben sind, hat es sich irgendwann nicht mehr gelohnt. Wie die das balancen wollen, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wie das Balancing in dem Spiel aussehen wird. Das wird der große Knackpunkt, der entscheidet, wie langlebig das Spiel sein wird. Wie lange man in dem Spiel Spaß haben kann. Ich finde es aber cool, dass sie viele neue Gameplay-Mechaniken einbauen. Wir haben Angeln gesehen, wir haben Schwimmen gesehen, wir haben Obstacle-Courses gesehen. Da bin ich gespannt drauf. Ich habe tatsächlich Hoffnung. Ich habe Hoffnung, dass das Spiel gut wird. Und ich habe da unten auch eine Facecam. Ich glaube, die Facecam mache ich mal aus. So. Was denkt ihr? Seid ihr gespannt? Ja, man verliert nur Coins und Areas bei Rebirths. Aber da stand Teleport Anywhere. Also verliert man doch keine Areas? Oder ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Ich bin tatsächlich gespannt. Also der Trailer hat jetzt mir keine großen Red Flags gezeigt. Das Spiel kann tatsächlich ein gutes Spiel werden. Ich hoffe sehr, dass es ein gutes Spiel wird. Und wir haben ja jetzt noch 2 Wochen Zeit, oder? 1. Dezember sind 2 Wochen. Ich gucke kurz nach. Ja, 2 Wochen Zeit. Am Freitag, 1. Dezember. Irgendwer sagte 16 Uhr. Ich weiß nicht, ob 16 Uhr sein wird oder 18 Uhr sein wird. Keine Ahnung, wir werden es sehen. Schreibt mir gerne mal in den Chat, was ihr denkt. Ich finde, wir sollten auch nochmal zurückgehen. Augenblick. Wir sollten noch einmal zurückgehen und uns nochmal ein paar Sachen angucken. Oh, danke schön. Ah, hier. Okay, gucken wir uns nochmal an, was es gibt. Wir haben hier Trading.
Wir haben Pets. Was das hier sein soll, keine Ahnung. Gut, wir haben Coins und Gems. Ein cleanes User-Interface. Wenn dann Updates dazu kommen, mal gucken, wie überladen es wird, ob es gereworked wird. Aber es sieht erstmal ganz gut aus. Es gibt Rewards. Next Area kostet 3000. Man kann farmen. Er hat hier zwei Pets equipped am Anfang. Das ist wahrscheinlich die erste Area. Das Farming mit mehreren Pets, die wahrscheinlich schon ein bisschen stärker sind, sieht ziemlich schnell aus, was auch wichtig ist, dass man was zu machen hat. Und was war das jetzt? Okay, was war das? Geh zu PSX. Ja, ja, gehe ich gleich. Alles zu seiner Zeit. Ich will gucken, was das hier ist. Was steht da drauf? Da ist dieses blöde E drüber. Okay, wir müssen es größer machen. Was steht da? Ich brauche eine größere Auflösung. Move faster. Okay, das sind dann Upgrades. Dann kann man sich schneller bewegen. Man kann sich Upgrades kaufen. Sieht ganz cool aus. Okay, gut. Hier können wir Free Diamonds claimen. Kennt man schon. Einfach so am Wegrand kann man machen. Okay, Pets Equip. Pets Equip Slots kann man sich mit Gems kaufen. Hier steht dann Rank 2 Required. Das heißt, es gibt Rank Upgrades. Hier rechts seht ihr Rank 1 Noob. Kennt man auch, dass man levelt, indem man farmt. Das heißt, man kann sich gratis neue Pet-Slots erspielen. Das finde ich auch gut. Wie lange das gratis sein wird, weiß ich nicht. Aber hier steht bis zu 99, was schon ziemlich insane ist. Und es gibt 15 more Pets. Get a head start. Für 0 Robux, das wird nicht so bleiben. Das werden wahrscheinlich 800 Robux, so wie ich Pet-Simulator kenne. Okay, gut. Im Inventory haben wir jetzt hier, hat darüber gehovert, da steht Speed 1. Increases your walk speed by 4. Kann man da reinpacken? Ah, man hat verschiedene Slots, die einen per geben. Das ist auch ein lustiges System. Dann kann man sagen, ja, ich gehe voll auf Speed, dann ist man einfach schneller. Oder ich gehe voll auf Stärke vielleicht. Wer weiß. Dafür kann man Items offenbar benutzen. Unlocken. Der unlockt dann halt direkt mehrere Sachen. Ist immer noch Rank 1 Noob. Also man unlockt direkt alle Sachen, die davor waren. Okay. Would you like to buy a hive egg? Ja, ja, klar. Und da ziehen die dann Sachen raus. Gut. So, dieser Automat. 250.000 kostet ihn das, was da gerade zu sehen ist. Ich würde gerne das User-Interface vorher nochmal sehen. Would you like to buy a random enchantment? 250.000 für ein random enchant. Okay, enchants sind das. Hätte ich vielleicht auch in der Überschrift sehen können. Okay. Rank Rewards kennt man. Dass hier ein Hoverboard als Rank Reward drin ist, finde ich krass. Aber okay. Ich finde, ein Hoverboard ist auch ein Must-Have. Upgrade Potions. Combine into better Potions. Okay, man kann Potions upgraden, was auch immer Potions bringen. Hier kann man Free Potions claimen, unterstand vielleicht sogar, was das für Potions waren. Nee, es sind hier nur die Bilder, man sieht nicht, was es ist. Okay, einfach 100 Pets equippen, ja. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass das free möglich ist. Für die Obby hat er ein paar Items bekommen, Enchants und Gems hat er bekommen. Okay, kann man machen. Es gibt wieder große Truhen, Goldfische, ja, wie viel man hatchen kann, haben wir schon gesehen. Schwimmenfarming haben wir hier auch gesehen. Da steht oben im Chat, ist da Werbung drin? I am recording for the trailer, leave, I kill you. Okay, finde ich gut, dass er den Chat nicht gelöscht hat oder ausgemacht hat dafür. Okay, das hier kennen wir schon, schwimmt. Ich will noch einmal gucken, wie das mit den Goldpads ist. Zeig mir, wie das mit den Goldpads ist. Das will ich nicht sehen. Lass mich das mit den Goldpads sehen, ich raste aus. So, 74 ist Exist. Steht halt einfach nur, okay, Select Pads, Golden Pads. Er hat 21. Er geht darauf und zieht das hoch. Man braucht eine gewisse Anzahl an Pads, um sie Gold zu machen. Muss man sie nur insgesamt gehabt haben? Oder müssen die im Inventar sein, ist die Frage. Bei Potions waren Sterne, ja, um die Potion zu upgraden. Davon gehe ich aus. Es gibt einen Teleporter, Hoverboard. Dann gibt es hier nochmal Gifts. Hier gibt es Rewards und da gibt es auch nochmal irgendwelche Gifts. Es gibt weitere Währungen. Also es gibt Coins, es gibt irgendwelche Goldbarren und was Silbernes. Goldpads sind besser. Das habe ich mir schon gedacht. Er geht in die nächste Area mit einer Kanone. Das finde ich ganz cool. Beim Fischen kriegt er halt auch wieder Items raus. Und das ist halt jetzt ein Jar. Was das Jar bringt, weiß ich nicht. Es gibt eine Fuse-Maschine. Fusing fand ich bisher nie so cool, aber mal gucken. Beim Diggen kann man wahrscheinlich halt auch Belohnung bekommen. Man kriegt sogar Coins beim Diggen. Gibt es noch irgendwas, was wir herausfinden können? Am Ende der Obby gibt es wahrscheinlich einfach wieder eine Belohnung. Es gibt sogar ein Zeitlimit für die Obby. Unlock the door. Man braucht einen Key mit 3 Sternen, um die Door zu unlocken. Und dann kommt man da rein und kann sich Belohnungen holen. Es gibt ein Spinny Reel mit einer 0,1%igen Chance auf einen Enchant mit 3 Sternen. Okay. Es gibt zumindest wieder dieses Fruchtmodel, was auch immer es bringt. Und hier sehen wir nochmal im Inventar. So, wenn er rüberhabert. Orange. Tasty snack for your pets. Boost your diamonds by 1%. Okay, man kann seine Pets tatsächlich upgraden. Die Frage ist, geht das jetzt auf Pets? Nein, das geht nicht auf Pets, weil wir sehen hier unten links Boosts. Das sind Boosts. Das geht allgemein. Okay. Man aktiviert die Boosts. Die sind nach 4 Minuten dann vorbei. Und man kriegt halt 1% mehr Diamonds, wenn man diesen Boost aktiviert. Okay, das sind also alles Boosts. Vielleicht nicht alles, aber zumindest der hier ist ein Boost. Das hier sind 5% Coins und das stackt sich. Das heißt, es wird nicht länger, sondern es wird mehr? Ich bin mir nicht ganz sicher. Gut, Magnet Flag, ja, ja. Die Magnet Flag zieht dann alles Zeugs ran. Da kommt ein Komet, oh mein Gott. So, Giant Coin Jar, okay, kennen wir auch schon. Es gibt wieder Quests, die man erledigen muss oder erledigen kann. Wer weiß, er ist schon Rank 4. Warte, was war das?
Darauf habe ich gar nicht geachtet vorhin. Ein Kometenschauer. Ach so, einmal am Tag gibt es einen Kometenschauer? Okay. Treasure Hunter. Increases your chances of drops from breakables by 30%. Okay, das ist natürlich auch cool. Lightning, was kann Lightning? Lightning, Mythical. Chance to send Balls of Lightning to nearby Breakables. Okay, damit man schneller abbauen kann wahrscheinlich. Oder dass man mehr gleichzeitig abbauen kann. Vielleicht gibt es bei jeder Welt etwas anderes. Zum Beispiel in der ersten das normale Abbauen, in der zweiten Welt dieses Graben. Vielleicht. Vielleicht ist es auch nur für manche Welten so ein Specific Perk. Weil so lange können die das gar nicht erweitern, auf nicht so viele Eggs, wie es gibt. Ich meine jetzt nicht die ganzen Eggs hier, ich meine die ganzen Eggs hier im Hintergrund. 75 Eggs und wir sind nicht mal in der letzten Reihe. Das sind 100 Eggs direkt am Anfang, oder? Ja, das sind 100 verschiedene Eggs am Anfang, in denen es wahrscheinlich mindestens 4 Pets gibt. Also es startet direkt mit wahrscheinlich 400 bis 600 Pets. Vielleicht sogar noch Secret Pets. Wer weiß. Huge Party Axolotl. Oh, 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 oh. Das ist eine Sache, die ich sehen wollte. Okay. Man sieht, die Pets haben Stärke. Die haben 27.000 Stärke, sieht man hier. Wenn man rüberhabert, sieht man, die können tatsächlich leveln. Der ist Level 8, hat 20% mehr Damage, weil er Level 8 ist. Das finde ich cool, dass jetzt nicht einfach die Stärke gelevelt wird, sondern das Pet gelevelt wird. Pet will always be as strong as your best pet. Huge Party Axolotl ist ein Exclusive Pet, ist ein Huge Pet. Und Huge Pets konnte man ja übertragen, das wissen wir. Dass man zumindest manche Huge Pets übertragen kann. Das heißt, tatsächlich, Huge Pets und Titanic Pets offenbar auch, sind immer noch ein Ding und man kann sie übertragen. Was, und auch, Augenblick, hier sind zwei Fragezeichen, auch Exclusive Pets. Wahrscheinlich nicht alle, aber manche. Okay, gut. Group Rewards, Claim, bla bla bla. Man sieht, die Welt ist sehr groß. Und das ist der Punkt, wo ich mir denke, das sind sehr viele Assets, die geladen werden müssen für Handyspieler. Es kann wahrscheinlich sehr laggen für Handyspieler. Mal gucken, wie die das gelöst haben. Aber die haben sehr viel Zeit da reingesteckt. Vielleicht haben sie dafür auch Lösungen gefunden. Bei dem Rebirth weiß ich immer noch nicht, was ich davon halten soll. Aber vielleicht heißt es auch 99, weil es 99 Eggs direkt am Anfang gibt. Wer weiß. Ich weiß aber, auf jeden Fall, wo haben wir das? So, dass wir jetzt noch einmal in Pet Simulator reinschauen. Weil ich sollte ja in Pet Simulator reinschauen. Die Map ist schön. Ja, die Map ist schön. Es ist halt der Pet Simulator Style. Er ist nochmal ein bisschen, ein kleines bisschen abgerundeter, weil es Lightning angepasst wurde. Das Lighting, ich sage mal Lightning. Gut, wir gehen jetzt noch einmal in einen möglichst leeren Server, damit ihr mir nachjoinen könnt. Aktualisieren. Und dann gucken wir nochmal rein. So, und wenn ihr für den Start von Pet Simulator 99 gut vorbereitet sein wollt, dann braucht ihr natürlich jetzt tatsächlich Huge Pets. Also sammelt Huge Pets und schickt mir Huge Pets. Ich brauche Huge Pets. Warte, mir wurden tatsächlich Safari Cats geschickt. Ich bin mir sehr sicher, dass man Safari Cats nicht übertragen kann. Ich glaube, Event Pets gehen nicht. Bitte Robux, habe null. Sorry, gibt es nicht. Ja, ja, ich muss warten. Ist in Ordnung. Deine Videos sind cool. Dankeschön, Benjamin. Aber du kriegst deine Pets auf jeden Fall zurück. Farblox, danke für die Safari Cat. Kann ich aus deinem Keller und deine Kekse... Du darfst nicht aus meinem Keller und meine Kekse rührst du nicht ab. Aber, ich würde gerne Reject All machen. Behaltet bitte eure Pets, weil es ist gut möglich, dass vor allem Exclusive Pets, Huge Pets, wahrscheinlich keine Huge Hellrocks. Es kann gut sein, dass Huge Hellrocks nicht übertragen werden können. Aber grundsätzlich seltene Huge Pets und Exclusive Pets ins neue Spiel übertragen werden können. Wir haben gesehen, dass es offenbar doch noch ein ziemlich gleiches Pet-System sein wird, wie wir es schon aus Pet Simulator X kennen. Dementsprechend wisst ihr Bescheid. Ich soll zum Spawn gehen, dann gucken wir mal, ob es am Spawn jetzt noch was gibt. So, wir sind am Spawn. Pet Simulator 99, da ist jetzt ein Countdown. Ach, und das hier ist dann direkt ein Portal, mit dem man rüber teleportiert werden kann zu Pet Simulator 99. Das finde ich cool. Transfer Pets and Eggs to Pet Simulator 99. Da kann man an Pets rüber sagen. X zu 99 Pets, Eggs, Huge Titanics. Halle? FAQ. Okay, what is this? Pet Simulator 99 Transfer. What can I transfer? Exclusive Pets, Huge Titanics and Eggs. Do I lose my Pets here? No. What happens if I transfer? Pets are marked in PSX as transferred. Okay, can I transfer Eggs? Unlike Pets, Eggs will move permanently. Ist klar. Okay, also man kann Eggs übertragen, die sind weg. Die sind dann in Pet Simulator 99. Pets kann man einfach übertragen. Transfer Limit. Es gibt ein wöchentliches Limit pro Kategorie. Okay, okay, damit wird dann auch ein bisschen gebalanced. Verstehe. Okay, das ist auch eine gute Lösung. Das Game kommt natürlich in 12 Tagen raus, zum Zeitpunkt, wo ich hier jetzt streame. Wie lange habe ich? Nach 6 Monaten geht es nicht mehr. Also 6 Monate mal 4 Wochen, 6 mal 4, 24 Wochen, in denen man sein Limit komplett ausschöpfen kann und seine Pets übertragen kann. Du Serials Transfer. Yo. Okay. Und wenn ich das richtig verstehe, kann man pro Woche ein Titanic übertragen. 0 von 1 used. Yo. Man kann ein Titanic übertragen, 5 Futures übertragen. Das ist insane. 14 Eggs übertragen. Aber ich glaube doch nicht alle Pets, oder? Wenn ich jetzt auf Pets gehe und auf Transfer gehe. You have no exclusive Pets. Ah, okay. Das sind normale Exclusive Pets.
Okay, verstehe. Ich dachte schon normale Pets. Okay, Exclusive Pets. Also pro Woche 10 Exclusive Pets, pro Woche 14 Eggs, pro Woche 5 Futures und pro Woche ein Titanic. Das kann man übertragen. Und diese Pets hat man dann in Pets Umlauter 99. Also Leute, ihr wisst Bescheid. Das ist auch der Grund, weshalb ich euch gesagt habe, behaltet eure Pets am besten. Und das ist auch der Grund, weshalb ich damals alle meine Pets verlost habe. Weil ich krieg sowieso wieder Pets zusammen. Ich bin ein Roblox-YouTuber. Ich krieg das hin. Aber die Person, die damals alle meine Pets gewonnen hat, vor allem die Person, die mein Titanic-Pet gewonnen hat, die Person, die alle meine Futures hat, die hat jetzt auf jeden Fall eine Menge zu übertragen. Und damit dann auch einen guten Quickstart in Pets Simulator 99. Was denkt ihr vom Trailer? Was denkt ihr von Pets Simulator 99 und vom Übertragen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Bis dann und ciao!